bin gerade dabei, meine Projekte abzuwiegen, zu drehen. Ein Projekt, das ich abgeschlossen habe mit Körperpflege, ist am Dienstag online gegangen oder geht am Dienstag online, weil es ist ja noch nicht so weit. Ich spreche quasi in der Zukunft. Genau, und jetzt kommt noch mein Projekt Six Hard to Pen. Da steht definitiv das zweite Update. Genau, das zweite Update an. Ich hatte mir Anfang des Jahres zusammen mit meiner zuckersüßen Vanessa vom Kanal Mrs. Rosarot haben wir uns sechs Produkte rausgesucht, die wir unbedingt bis zum Ende dieses Jahres leer machen wollten. Und das sollten Produkte sein, die halt nicht so leicht leer zu machen sind. Und was da bei mir das Ergebnis ist, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr dran bleibt. Genau. So, also ich habe mir sechs Produkte rausgesucht und die möchte ich gerne dieses Jahr platt machen. Das sind ein paar Produkte, die sind nicht so leicht leer zu machen. Das ist eins dabei, das ich jetzt tatsächlich replacen, nein, das ich austauschen muss, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich werde den nicht aufbrauchen. Ich habe auch keine Lust, ihn ständig zu benutzen. Und ich würde sagen, wir starten dann mal. Ich werde euch zwischendurch Bilder einblenden, wie so der aktuelle Stand ist, damit man das vernünftig sehen kann. Vor allen Dingen auch so die einzelnen Schritte, wie sich das Produkt so verändert hat. Und hoffe, dass das aussagekräftiger ist. Natürlich habe ich es mir trotzdem abgewogen, aber heißt nicht immer was. Also zuerst habe ich mit drin von Wet n Wild den Brûlé. Ich finde es wahnsinnig schwierig, Lidschatten aufzubrauchen. Den hier habe ich natürlich schon mal aufgebraucht. Und mag den sehr, sehr gerne zum Setten des Lidschattenprimers, wobei ich mittlerweile dabei herausgefunden habe, dass wenn man direkt auf dem Lidschattenprimer mit den Lidschatten arbeitet, die man gerne festhalten möchte, so wie auch heute, habe ich die Dose of Colors Marvelous Moves verwendet, dann hält der Lidschatten tatsächlich noch ein bisschen besser, als wenn ich den erst damit sette und dann darauf mit Lidschatten arbeite. Andererseits, hier drauf lassen sich Lidschatten natürlich schöner verblenden. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Nichtsdestotrotz hatte der zum letzten Update 9,52 Gramm und jetzt noch 9,40 Gramm, also 0,12 Gramm Produkt sind aufgebraucht. Jetzt komme ich auch schon zu meinem Produkt, das ich ersetzen muss, möchte, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich finde, man muss dann auch mal ehrlich mit sich sein. Und zwar habe ich diesen wunderschönen Lippenstift von Colourpop mit reingenommen in der Farbe What's Your Sign. Ich habe den jetzt insgesamt während des Projektes dreimal verwendet. Er hatte zum Start 31,72 Gramm, zum ersten Update 31,68 und jetzt 31,66. Das heißt, ich habe immer so zwischen, also im ersten Update zweimal verwendet und jetzt im zweiten Update bis zum zweiten Update einmal verwendet. Das ist ein schöner Lippenstift, aber ich bin kein Lippenstiftmädchen. Ich verwende eigentlich immer nur Glosse und ja, deswegen habe ich meinen vollen NYX Butter Gloss in Fortune Cookie jetzt dazu genommen und hoffe, das ist für Vanessa in Ordnung. Ja, und wenn nicht, dann hat sie halt gewonnen. Ist dann auch okay für mich, kann ich gut mit leben. Wir haben ja um nichts gewettet. Es ging einfach nur darum, dass man Produkte leer macht. Und der wird schwer für mich leer zu machen sein, auch wenn ich ihn schon mal leer gemacht habe, weil ich einfach Produkte habe, die ich lieber mag inzwischen als die NYX Butter Glosse. Und wer meinen Kanal jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass es definitiv die Fenty Glosse sind. Und zwar ist das hier einmal der Gloss Bomb in Fenty Glow. Und wie ihr sehen könnt, der ist fast leer. Also ich habe den aufgekratzt, aufgemacht. Ich kratze ihn zurzeit mit einem Lippenpinsel aus, was ich sonst nie machen würde, niemals. Und genau, dann habe ich hier noch Fuzzy. Und den wollte ich eigentlich direkt nachkaufen, weil er, wie gesagt, fast leer ist und ich ihn liebe. Und Fuzzy ist auf den Lippen, man sieht kaum Unterschied, ne? Jetzt hier in der Tube sieht man, der ist rosa, der ist nude, aber wenn man den dann auf den Lippen hat, sieht man tatsächlich keinen großen Unterschied. Es sei denn natürlich, man trägt ihn Seite für Seite, oben den, unten den. Aber sonst wunderschöne Glosse. Und deswegen fällt es mir im Moment extrem schwer, mich an meine NYX Butter Glosse zu halten, die ich sehr lange, viele Jahre sehr geliebt habe. Der startet jetzt mit 14,37 Gramm ins Projekt. Ich habe den vorher vielleicht drei, vier Mal verwendet. Genau. Und der fliegt aus dem Projekt raus, weil es keinen Sinn macht.
Außerdem ist in meinem Projekt mit drin der Milani Luminoso. Der hatte beim letzten Update 40,60 Gramm und hat jetzt 39,95 Gramm. Und das ist nicht mal ein Gramm. Aber man braucht ja auch wirklich super wenig. Ihr seht, ich habe ein Hit the Pan erreicht. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Hier ist irgendwie so ein Plastiknetz eingearbeitet. Ich kannte das noch gar nicht. Ich habe noch kein gebackenes Produkt leer gemacht. Der ist mega pigmentiert, das heißt, man braucht da auch nicht viel von. Super schön peachy für jeden Tag, also Bronzer und dann so ein bisschen diesen wunderschönen Blush drüber. Ich liebe ihn, aber er muss jetzt wirklich mal leer werden, weil der ist angeblich nach dem Anbruch, ich glaube, 12 Monate oder 18 Monate, ich kann es nicht lesen, das ist wirklich winzig klein, hinten aufgedruckt, haltbar und ich habe den schon so arschlange. Der, ja, also läuft und ich habe einen Hit the Pan erreicht. Außerdem ist mit drin der Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer, den ich so liebe. Ich habe immer gedacht, brauchst du ihn nicht, ist ja schon ein bisschen hell, ist klar, aber ich habe ihn heute auch wieder drauf und ich mag, dass er eben nicht so super dunkel ist. Ich bin halt auch nicht immer super gebräunt und jetzt für den Sommer habe ich in einem weiteren Projekt Ten Pen einen anderen Bronzer aus meiner Charlotte Tilbury Bronze and Glow Palette und der wird dann wahrscheinlich besser passen als der. Ich liebe den Geruch und ich kaufe den nach, wenn der leer ist. Da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ich glaube, der Chocolate Soleil Bronzer, der Milk Chocolate Soleil Bronzer, der Physicians Formula Butter Bronzer und der Charlotte Tilbury Bronzer und der von, Gott, welchen liebe ich denn noch so? Von Bare Minerals, der Bronzer. Das sind so die, die ich habe, die ich liebe. Und ich glaube, darüber hinaus brauche ich auch gar keine. Der ist super schön und man sieht ja, der ist echt nicht so dunkel, aber bei meinem Hautton funktioniert der echt gut, es sei denn, ich übertreibe es mit Selbstbräuner oder bin sehr gebräunt, also viel brauner als jetzt darf ich nicht werden, dann bitte nicht mehr funktionieren. Der hat zuletzt 79,75 Gramm und hat jetzt 77,23 Gramm und das bedeutet, ich habe ungefähr 2,5 Gramm Produkt aufgebraucht und der wird immer dünner und das Pan wird immer größer und immer sichtbarer und ich liebe den über alles, der ist großartig. Ich liebe es, den zu benutzen. Echt total. Dann ist in meinem Projekt mit drin der Becca Moonstone. Den habe ich jetzt tatsächlich diesen Monat deutlich seltener verwendet als vorher. Genau, also man sieht, letztes Update, jetziger Stand, der hatte zuletzt 64,63 Gramm und jetzt noch 63,16 Gramm. Das letzte Mal habe ich ungefähr 5 Gramm aufgebraucht und diesmal nur ungefähr 1,5 Gramm. Was einfach damit zusammenhängt, dass ich eine neue Art und Weise habe, Concealer aufzubringen. Früher habe ich den immer tatsächlich so unter dem Auge komplett verwendet und das mache ich jetzt nur noch im Augeninnenwinkel. Und dadurch kann ich mir auch Puderhighlighter wieder so ein bisschen auftragen, ohne dass das unheimlich creased und meine Lachfältchen, Schrägstrich, Krähenfrüße akzentuiert und betont. Deswegen, genau, ist der jetzt mal nicht so stark benutzt, aber wir haben ja noch über ein halbes Jahr Zeit, bis das Jahr zu Ende ist. Von daher glaube ich, ich brauche den auf und wenn er aufgebraucht ist, wird auch der nachgekauft. Weil ich habe jetzt hier wirklich nur Produkte, die ich total liebe in meinem Projekt. So ist es auch mit dem Nagellack von Inglot in der Farbe 926. Auch hier habe ich deutlich weniger aufgebraucht als vom Start bis zum ersten Update. Da waren es nämlich ungefähr 4 Gramm. Jetzt habe ich von 41,65 Gramm bin ich bei 40,07 Gramm gelandet. Man sieht auch hier meine Markierung, was einfach damit zu tun hat, dass meine Nägel extrem angegriffen, extrem. Ich glaube, das liegt wirklich an den Nagellackverdünnern. Ich bin mir nicht sicher. Die sind total angegriffen und spröde und brüchig. Und ich musste jetzt wirklich mal eine Pause machen und habe dann tatsächlich mehr so diesen Nagelpflege-Lack, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aus der Drogerie, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, schon ein paar Mal leer gemacht, angewendet und ja, meine Nägel brauchen jetzt eine kleine Pause, aber den werde ich sicherlich bis zum Jahresende leer machen. Leider ist auch der schon wieder angedickt, das heißt, es ist auch hier wieder Nagellack-Thinner drin, aber ich werde es hier nicht so übertreiben wie bei dem letzten Lack. Wenn es dann nicht mehr geht, geht es halt nicht mehr. Insgesamt habe ich jetzt noch 261,47 Gramm Produkt. Beim letzten Mal waren es 267,83 Gramm und das bedeutet, ich habe 6,36 Gramm Produkt aufgebraucht und das ist für dekorative Kosmetik gar nicht so schlecht.
Ich hoffe trotzdem, dass es zum nächsten Update ein bisschen mehr wird, vor allen Dingen eben, weil ich den Lippenstift ausgetauscht habe, weil ich hoffe, dass der Nagellack leer wird. Und ich glaube, ich nehme dann tatsächlich andere Produkte als Replacement mit rein, weil ich natürlich auch weiterhin aufbrauchen möchte. Aber ich weiß noch nicht genau, müssen wir mal schauen. Wäre ja auch schade, wenn dann irgendwie so zum Ende des Project 6 Hard2Pan nur noch zwei Produkte drin sind, sonst wird sehr kurz an Video. Ja. Was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinem Update. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie es bei euren Updates so aussieht. Ich weiß, dass einige von euch sich auch solche Projekte gesetzt haben und mal ein paar Produkte aufbrauchen möchten. Nochmal, hier geht es nicht darum, dass man Produkte auf Teufel komm raus aufbraucht, aber es geht darum, dass man Produkte nicht liegen lässt, nur weil sie irgendwann mal viel Geld gekostet haben. Und dann das Verrückteste überhaupt tut, und zwar dafür sorgt, dass sie kaputt gehen, weil ja, sie so weil sie so lange geschont wurden, bis sie gekippt sind. Das wäre einfach schade drum, weil wir haben viel Geld dafür ausgegeben. Und warum soll man Produkte, die man eh liebt, dann nicht aufbrauchen? Und ich kaufe mir keine Produkte, weil ich sie platt machen möchte. Aber ich kaufe auch keine Produkte mehr, die ich nicht leer machen kann. Außer Lidschattenpaletten. Das ist was anderes. Genau. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder rein. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.